Was geht, Leute? Der Lenny wieder mal hier. Ja, diesmal nicht vor der Kamera, sondern vor dem PC. Ich möchte euch unbedingt diese Seite hier vorstellen, auf der man ein wunderbar praktisches Add-on downloaden kann. Es geht um den YouTube Unblocker. Ja, hinter diesem super originellen Namen verbirgt sich aber ein fantastisches Add-on, für jeden brauchbaren Browser, den man in jedem Haushalt eigentlich vorfindet, Firefox, Chrome, Safari oder Opera. Ja, mich wundert's nicht, dass der Internet Explorer nicht dabei ist, aber das ist ein Thema für sich. Ja, dieses Add-on ist für Windows, Apple und Linux downloadbar. Das Safari allerdings nur für Windows und Apple, weil das auf Linux, soweit ich weiß, gar nicht funktioniert. Total einfach, man sucht sich einfach den Browser aus, den man hat oder den man haben möchte. Klickt einfach auf Download und innerhalb weniger Sekunden, also 1 bis 2 Sekunden dauert das, ist das Ganze dann auch gedownloadet und installiert. Ich benutze Safari, deshalb würde ich jetzt hier auf den Download-Button klicken. An alle Safari-Nutzer unter meinen Abonnenten, ich rate euch, wenn er euch fragt, ob ihr es öffnen oder sichern wollt, öffnet es einfach direkt. Das macht mehr Sinn. Gut, wenn ihr das Ganze dann getan habt, per einem Klick, findet ihr dann auf YouTube jegliche GEMA-gesperrten Videos freigeschaltet wieder. Ich gebe jetzt hier einfach mal den Namen von einer ziemlich bekannten oder ziemlich coolen Drum-and-Bass-Gruppe ein. Oder halt Leuten, die Drum and Bass Sachen hochladen. Dieses Video hier war eigentlich immer gesperrt, aber jetzt sehen wir hier auch schon dieses lächelnde Gesicht des Unblockers. Und das Video ist auch in Deutschland freigeschaltet. Ja, ist auf jeden Fall zu empfehlen, wäre das hier Lenny Reviewed, denn man kann es ja zu so einer kleinen Lenny Reviewed Ausgabe machen. Es würde definitiv volle Punktzahl bekommen, also 5 von 5 super glänzend goldenen Sternen. Das Ganze läuft ohne jegliche Probleme, es ist kostenlos, es ist werbefrei, es ist legal. Wenn ihr dieses Programm kennt oder wenn ihr damit auch schon Erfahrungen gemacht habt oder noch nicht, dann schreibt mir das doch einfach mal unten in die Kommentare. Das war's jetzt auch schon wieder von mir, dem Lenny. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, haut rein!